Oh, ist die steil. Immer geradeaus. Baum. Ich will sagen, was kommt. War daneben. Eigentlich gut. Ja, ja, ist schon Feuchtigkeit. Aber ich denke mir gerade so, was habe ich mal. Schon eigentlich dabei, wenn ich es wieder da habe. Ja. Seitwärtsgang. Aber blöde Wurzel, du. Lässt sich fahren. Aber der, ne? Oh doch, Bunnyhop aufkommen. Das ist das Wärts, was ich war. Seg raus, weggemacht. Aber du sägst ein bisschen. Ja, ja, das sägst du bald schon. Wobei, ich glaube, wenn du 3-4 Leitz wärst, ist es einfach ein bisschen weggehoben. Ja, weiß nicht. Ja, 2-3 müssen das sein. Das Feuchte ist halt nur so gerade.
Oh! Gut, damit ich schon generell ein bisschen zeitlich war. So, und das ist Saupfersch. Da stand ich nicht richtig auf der Pedale. Hui. Alter. Boah. Bremsmanöver. Ja, unfreiwillig aber. Ach ja, da lag ja ein Baum. Yep. Fresh. Das wird auch fresh, ne? Ah, man kennt vielleicht auch die Lampe, muss Stufe höher schalten, ne? Hab ich jetzt verstellt? So, jetzt geht noch ein hallo, Helm. Ah, die ist jetzt schon auf dem hellste. Immer wieder so krass, wie die Lämpscher einfach die Unebenheiten klappbügeln. Oh.
Weil man einfach keine Unebenheiten sieht mit einer Lampe. Da habe ich einen leichten Gang drin. Boah, der war mies. Jetzt habe ich mich doch tatsächlich verkrampft in dem Fuß. Wow! Ah, fuck, Krampf im linken Bein! Dass immer nichts passieren muss. Wow. Eieieiei. Das ist wieder gepiezt. Gut, wenn wir die Strecke nicht kennen. Ah, du Simpel, guck mich doch nicht an! Oh. Alter, dazwischen hört sich aber wieder krass, wie die Lampe die Unebenheiten wegmachen, ne? Oh, ja, das sieht auch aus wie Stinktier, Ulrike. Du bist ein negatives Stinktier. Aber da geht es ja schon wieder bergauf. Ja. Leck's doch. Matsch! Matsch more! Und more! Ah!
Bin ich froh, dass ich so scheiß Kondis drauf habe, die gute eigene Reinigung haben. Weil sie fast keine Stollen mehr besitzen. Ich sehe gerade einen großen Vorteil von deiner Hipwax. Was? Ich sehe gerade einen großen Vorteil von deiner Hipwax. Der ganze Schlamm hängt am Hipwax. Nee, der Arsch ist trocken. Ah, so langsam wird mein Höschen feucht. Okay, also wenn ich das so sehe, dann weiß ich, wie sich mein Arsch gerade fühlt. Nein, dann, ja, egal. Matschig. Ich fühle mich dezent feucht.